Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 0 auf 100 Box von Kalim. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 0 auf 100 von Kalim, das Ganze am Freitag, den 5. Juli erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns die Box dann im Detail ansehen. So, ein bisschen hier unten einfach mal aufschneiden. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine Box im ja, mehr oder weniger Standardformat, also Standardgröße, was die Ausmaße betrifft. Dann haben wir hier oben einmal einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und zwar wird hier gewarnt vor Explicit Content, Strong Language, Explicit Content. Okay, alles klar. Dann lesen wir hier den Albumtitel 0 auf 100 und hier unten dann Kalim. Die Box ist gehalten in Violett, Schwarz, Rot und Schwarz. Farbige Streifen ist hier so abwechselnd. Die linke Seite komplett schwarz, unten schwarz, rechts schwarz, oben schwarz. Und auf der Rückseite, auf der Unterseite haben wir dann auch nochmal diesen Kalim-Schriftzug und dann hier die Credits und einen Barcode. Gut, das Album ist über Urban erschienen. Dann schauen wir mal hinein. Lässt sich dann hier oben aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gar keine Info gehabt zum Boxinhalt, bis auf diesen Inhalt, dieses Shirt. Ansonsten war mir dann nichts klar, nichts bekannt. So sieht die Box von innen aus. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was sich da so drin befindet. Okay. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum mir nur dieses Jersey bekannt war, weil sich bis auf dieses Jersey und das Album hier echt nichts weiter befindet. Okay, dann packen wir das Ganze mal aus. Also. So. Und dann natürlich das Album. Also, so sieht das Ganze aus. Es gab ja diverse Veränderungen, was das Cover betrifft. Es wurde ja, glaube ich, zwei oder dreimal gewechselt dann. Wir haben hier einen schwarzen Hintergrund und dann haben wir hier so jede Menge kleiner Diamanten, die hier auf diesem Cover angeordnet sind, verstreut. Hier, wir haben hier ein reguläres Jewelcase, auch hier auf der Seite haben wir diese Diamantenoptik. Und dann lesen wir darunter in so einer gelben Schrift Kalim 0 auf 100, auch hier wieder Verbraucherhinweis auf Englisch. Auf der Seite lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel plus Diamanten. Auf der Rückseite auch wieder alles voller Steine. Und dann lesen wir hier die Tracklist. Also, wir haben hier insgesamt, sind jetzt gar nicht durchnummeriert, aber es müssten 12 Stück sein, 12 Tracks. Und wir haben hier jede Menge Features. Und zwar haben wir hier Features von Luciano, Nimo, UFO361, Jamule, Reezy, Larry und nochmals Reezy. Ja, auch hier dann wieder die Credits und noch ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes ins Booklet. Wir haben hier den Interpreten abgebildet, Kalim, wie hier zwei Pistolen angedeutet werden mit der Hand. Dann hier diverse Tracks inklusive Info, wer produziert hat und wer gefeatured wurde. Ansonsten hier nichts weiter, das Ganze in schwarz-weiß Optik. Okay, weitere Fotos, weitere Tracks und noch ein schwarz-weiß Foto. Und zum Abschluss haben wir dann hier nochmal das Album, also den Albumtitel plus die Info,
wie das Ganze entstanden ist, wer gemixt hat, wer gemastert hat, etc. etc. Also die Albumbeteiligten nochmal kompakt in diesem Absatz erfasst. Dann haben wir hier die CD, das Album an sich. Es ist das dritte Soloalbum von Kalim und auch hier wieder diese Diamantenoptik durchgezogen. Rückseite. Ja, also rein so vom Design, vom Booklet, vom Artwork. Relativ schlicht gehalten und relativ farbenarm, also schwarz-weiß und dann auch ein bisschen Gelbakzente. Und als zweiten Boxinhalt haben wir dann hier dieses Shirt, beziehungsweise es ist eigentlich ein Jersey, also es ist kein klassischer Baumwollstoff, kein Shirtstoff, sondern es ist wirklich so ein Trikot, so ein Jersey. Wir haben hier in, ja, ich sag mal, bester Schiedsrichteroptik das Ganze hier so in schwarz-weiß, ähnlich wie man es beim Basketball oder beim Eishockey kennt. Und dann haben wir hier einmal in der Mitte den Schriftzug Trap Lot und FSN. Also 579, die Gegend von Kalim, Hamburg, Billstedt. Einmal hier unten einen Aufnäher, hier lese ich dann auch nochmal, FSN, Kalim, Größe L. Die war meines Wissens nicht frei wählbar, es waren wirklich alle in Größe L. Und dann haben wir hier immer an den Enden, also hier unten am Bauch, plus Ärmel und dann auch noch hier am Kragen, am Hals, dieses hellblaue Element. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann ganz schlicht wieder in Schwarz und Weiß gehalten, ohne Aufdruck. Und wir haben es hier zu tun mit einem, was lesen wir hier, FSN Kalim L. Okay. Und jetzt schauen wir nochmal kurz, ob wir bis auf diesen Aufnäher hier unten noch irgendwie ein Zettelchen, ja, hier haben wir es. Und zwar haben wir es zu tun mit 100%, wo haben wir es? So, also, ich hoffe, man kann das lesen. 100% Polyester, das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus, Universal Music Germany. Alles klar. Ja, ist jetzt vom Boxinhalt echt nicht viel, wobei man sagen muss, dass dann natürlich der eine Boxinhalt, der über das Album hier zusätzlich dann noch beigelegt wurde, dieses Shirt, dieses Jersey natürlich einen etwas hochwertigeren Artikel darstellt und dieses Paket, diese Box ja auch preistechnisch deutlich unter den anderen Boxen anzusiedeln war. Aber ja, Poster, Sticker, Autogrammkarte, sowas hätte mir dann doch irgendwie noch etwas besser gefallen. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Jersey und dann natürlich das Album 0 auf 100 von Kalim mit 12 Tracks und 7 Features. Das Ganze kommt im regulären Jewelcase. Gut, das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kalim unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.